Alter, bist du Rick von Walking Dead? Mit deinem Wer, ich? Revolver? Ein Mann, Rick hat sich das bei mir abgeguckt. Ja. Genau. What? Na ja, hier Happy, der läuft mit so einem Revolver rum, denselben, den Rick auch hat in Walking This one's Dead. locked. I hope Ein nothing Rick hat harmed that. denselben wie ich. Ja, genau. So, einen wunderschönen, liebe Zuckermannschaft. Wir sind wieder zurück in State of Decay. Diesmal mit Anhang. Einmal den Jens in Porsche. Ja, moin. Den Fanwolf. Und einmal Happy im Krankenwagen, der mich blendet. Moin, moin. Und ja, dann wollen wir mal los. Ja, man kann sagen, es gab technische Schwierigkeiten bei den ersten Dingern. Und ja, deswegen sind wir hier schon ein bisschen fortgeschritten. Aber da machst du nix. Sind wir schon hier? Ja, das Haus da oben ist, glaube ich. Ja, genau, da müssen wir hin. Pass auf, da ist ein Stinker. Lothar. Gehst du weg von meiner Tür? Arsch. So. Was schreit denn da? Würde sagen, der Kreis auf der Straße. So damn tired. So. Kreischer ist weg. Auf jeden Fall haben wir hier schon ein bisschen Vorsicht. That will work. Ein bisschen hier was aufgeräumt. I cannot keep this up. Man sieht es auf der Karte hier. War ein paar Ich glaube, ich fliege Stunden. gerade raus. Du fliegst gerade raus. Ja. Nee, du bist doch da. Hier steht bei mir auf der Stelle und den Zombie, auf den ich einprügle, der macht auch nichts. Okay, läuft bei dir wieder. Aber du fährst herum, also das sehe ich zumindest. Ich sitze überhaupt nicht im Auto. Nee, ich meine, Ah. du fährst im Sinne von dein Charakter fährt. Na denn, gucken wir mal. Altes weißes Haus. Ob wir hier Trump finden drin? Ich hoffe. Ich hoffe nicht. Und wenn, dann klopft ihm die Perücke vom Kopf. Ist ja gar nichts. Something's still moving in here. Ist nichts. Also hier ist wirklich Action, ey. Er verprügelt da schon wieder was, Jens? Nee. Doch. Ja, nee. Wo Tatsächlich. willst du wissen, dass es ist? Ich hämmer auf den Zombie drauf ein und du sagst, nö, der haut auch nichts rum. Ja, ist, ja. Warum ist denn nicht, warum war hier nix? Kann ja nicht wahr sein. Alles Area is leer? clear of the living dead. Das ist ein großer Platz hier. Kann man sich den nicht snacken? Das wäre geil. Hier so viel Bauplatz, aber leider nicht, nee. Ja gut, den haben wir auch, denn zur Infektionsherd. Das wäre hier kurz um den Ding herum. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir hatten auch technische Schwierigkeiten, beziehungsweise ich konnte hier den beiden nicht joinen, beziehungsweise sie konnten mir auch nicht joinen. Da mussten wir erstmal zig Millionen Sachen austesten und zwei Sachen haben geklappt. Aber dazu kann ich ja später mal ein Infovideo machen, wie ich das geregelt habe mit Firewall und Windows Firewall und weiß nicht was alles für ein Gedöns. Und da hat Jens mir was ganz Tolles herausgefunden über Fritzbox. Das kann ich denn da schön erklären. So, wir sind da. Und zack, weg mit dir. Und pass auf, Happy, da ist ganz schön viel was los.
Oh, ganz schön viel, ja. Und weg mit dir. That's not good. That won't work. Ja, Happy regelt. Das ist Shiny und Sun, Alter. Er ist schon tot. Jetzt mal weiter drauf prügeln. Ey, die gehen mir voll auf den Sack, die Toten. Sollen sie liegen bleiben, was geht? Und Jens macht da drinnen schon Hausparty oder was? Yep. Er hat's gesichert. Und hier ist auf jeden Fall zwei Sachen für Happy. Einmal eine Munitionskiste sieht aus. Und einmal Benzin. Hier, das sieht aus wie so eine Feldmunitionskiste. Alter, bist du Rick? Von Walking Dead? Mit deinem Revolver? Nein, Mann. Rick hat sich das bei mir abgeguckt. Ja. Genau. What? Na ja, hier Happy, der läuft mit so einem Revolver rum. Denselben, den Rick auch hat in Walking Dead. Nein, Rick hat denselben wie ich. Ja, genau. Oh, guck mal, eine kleine Lunchbox. Was da wohl drin ist? Stimmt, Sandwich oder sowas. Nee, Pillen. Schmerzmittel, na, schade. Ich dachte, hier gibt's was zu essen. So sieht's aus, wenn Jens eine Hausparty gemacht hat. Jo. Hä? Durchsuchen. So. Hier ist noch Kram von euch beiden drin. That's a lot of nothing. Ja. Oh, guck mal, hier eine Eule. Eine Eule mit Kissen in den Augen. Sieht jedenfalls aus. Oh, hier sind noch zwei Sachen für mich. Ah, hier ist noch was. Oh. Oh, good thing the zombies didn't hear that. Hat niemand gehört. Das sagt man schon, mit dem ich gerade so den neue Frisur verpasst habe. Und Schrauben. Das hat sich ja richtig gelohnt hier drin. Also ich habe irgendwie keinen Rucksack gefunden, leider. Also Björn und Happy, hier ist auch noch jede Menge für euch. Was? Ach, da ist ja auch noch da hier ein Traktor. Können wir den mitnehmen? Hier ist ja doch einiges. Ja, deine vier Sachen sind für dich. Wow. Ah, ich habe Sprit gefunden. Sehr gut. Den behalten wir am besten auch. Dann können wir mal gucken, ob der Porsche wieder Sprit braucht. Ich glaube, der frisst am meisten. Boah, ne, oh toll, eine Shotgun. Einer mag Shotguns. Modell 870. Na, ich pack mal in Krankenwagen rein. Wenn du die Schotze haben willst, ja. Nicht auftanken. Nein, Mann. Bin ich ja nicht mehr Rick. Rick ist dann nicht mehr ich. Ja, yeah, okay. Der Krankenwagen ist voll. So, noch die Munition mitnehmen. So. Aber interessant, eine Shotgun hier in der Rümpelkammer gefunden. Ein Werkzeug wäre nicht schlecht. Hier was Neues zum Knüppeln. Mein Taschenmesser ist schon fast kaputt. I knew this place was worth searching. Aha, kaum redet man hier von brauchen eine neue Waffe.
und habe eine Betonbrecheisenstange gefunden. Oder wie die heißt. Immerhin. Und, Alter, eine Vektor! Eine Vektor? Ja. Was ist eine Vektor? Eine Waffe. Du kennst doch die Vektor. Maschinenpistole, ja. Ziviler Vektorkaliber. Ne, Karabiner. Moment, pack. Ich hab irgendwo noch eine Kiste hier, ich find sie nicht. Ja. Ich kann mir vorstellen, wo. Moment. In diesen Raum warst du, glaube ich, und hier, hast... Ich hab sie. Okay. Ich war noch nicht in der Küche. Da geht man zuerst hin. Da gibt's was zu futtern. Packe ich die denn in... Ja, gut, ist eigentlich voll. Moment, packe ich dir... Kannst die mal angucken, die Vektor. Hier in den Kofferraum packe ich sie. Die wird schon... Jep, eigentlich mal eine richtige Waffe. Aber ich bin schon fast der Meinung, wir müssten wieder zurück, weil ich bin bis oben hin voll. Und die beiden Wegen sind auch schon voll. Achso, Jens, wie sieht's bei dir aus mit Treibstoff? Halb voll. Halb voll, sieht gut aus. Und bei Happy, weiß ich nicht. Ist auch gut. Gut. Ja, dann würde ich fast sagen, gehen wir erstmal nach oben, geben alles ab. Dann fahren wir Richtung Süden zu den Harvest Glen Werbetafel. Bisschen spotten. Moment. Wo müssen wir lang? Erstmal nach da oben. Da lang. Glaube ich zumindest. Moment, da ist irgendwas. Den möchte ich noch mal wegmachen. So. Können. Wie war das? Ich glaube hier hoch. Oder? Sind wir richtig? Buja Baseball. Was? Was für Baseball? Buja Baseball. Was ist denn Buja Baseball? Das hat man auf Mainmark immer gespielt. Okay. Und das ist? Baseball mit Fischköpfen. Kennst du nicht Alf, Alter? Schon lange her. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Shotgun nehmen, wer immer sie haben will. Everything okay here? Mehr Einfluss. Nom nom nom. Ach Mist, jetzt habe ich die anderen Dinger vergessen, in den Schrank reinzupacken. I hope nothing heard that. Erstmal Randalia machen. Wenn jemand die Shotgun genommen hat und sich die einverleiben will, dann habe ich nochmal 18 Patronen für ihn. Denn was für einen Rucksack hast du? Ich habe leider nur einen 6er. Und noch zwei 6er. Ich habe dir hier einen 7er eingelegt. Boah, geil. Vielen Dank. Nice. Endlich mal so was Richtiges. So, F ausrüsten. Gut, und die Patronen lege ich mal hier hin. Für den, der sie haben will. Und ich wechsle mal kurz den Charakter. Er ist ein bisschen müde. Naja, Bubu. Oh, ja. Hiya,
I hope nothing heard that. So, haben wir hier noch was zum Einlagern? Verband? Wie sieht es eigentlich bei euch aus mit Verbänden? Ich bin soweit drauf gut ausgerüstet. Jo. Die Shotgun liegt noch im Wagen, wenn jemand die haben will. Ernst, ja, willst du sie haben? Ja, dann nehme ich sie. Jo. Ja, gut. So, wo war nochmal die Waffe, die kaputt war? Hey. Hey, häng mich nicht von der Seite an. Reparieren kostet 18 Schrauben? Alter. Wie viele Schrauben habe ich denn? Wie viele Schrauben sind bei mir locker? 208. Nee. Ich warte erstmal. Erstmal gucke ich, was ich bei Dings machen kann. Mal gucken. Kraftpaket. Ringert, Nahkampf. Okay. Hinrichtung. Ist nicht schlecht. Ausdauerkosten. Verringern. Sprint kostet weniger Ausdauer und Ermüdung. Nee. Dann nehme ich lieber Kraftpaket. Dann sind meine Nahkampfangriffe. Brauchen weniger Ausdauer. Das ist, glaube ich, mehr was für mich. Nehme ich. Spezialisiert. So, ich bin wieder. Schmeiß da die Tür vor mir in der Nase zu, ey. Party im Hinterhof. Party im Hinterhof. Meine Leute machen das schon. Party geregelt. So. Dann geht's ab nach unten. Was denn das? Überlebende Aktivitäten. Okay, nö. Noch mehr Überlebende, die essen mir doch die ganzen Haare vom Kopf. Ja, die haben doch vorhin nach Hilfe gerufen. Ja, ich glaube, das glaube ich nicht mitbekommen, weil ich gerade am Einsortieren war. Der kann es nicht mitkriegen. Ja. Oh, guck mal hier, neben uns eine Zombie-Horde. Ich glaube, die sollten wir wegmachen, oder? Und die laufen doch gerade hinterher. Ja gut, dann suchen wir einen Spot, wo wir die erstmal hinpacken können. Oder Jens überfährt sie. Ja, passt. Au. So. Mal gucken. So weit weg waren wir noch nie. Was ist denn jetzt los? Oh crap! Gebt ihr mir was an der Tür? Oh nein, meine Tür ist weg. Ich hab bald keine Türen. Da hat Jens fast einen Abgang gemacht, weil er über die Tür gefahren ist. Nice. Ich kletter dann schon mal nach oben. Könnt ihr ja schon mal ein bisschen die Gegend unsicher machen. In der Nähe sind bestimmt ein paar Sachen. Jo, was haben wir denn hier? Ein Fragezeichen. Die Überlebendenaktivität. Die Überlebendenaktivität? Die hinter uns. Ja. Kann man machen. Now that could turn out to be a sweet ride. Noch irgendwas zum. Ah, da hinten. We've got a horde. Yuck. Eine Yuck-Horde. Ach, hier ist noch was. Da. Look at that place. Extra useful outpost material. Extra useful. So, alle Orte überprüft. Habe ich? Ja. Perfekt. Na gut, wo ist denn die Aktivität?
Hinter uns, okay. Machen wir den nördlich. Ja, okay. Hast du überredet? Au. Ich hab mir was gebrochen. Bin Treppe runtergefallen. Kacke. Immerhin fahren wir noch kurz nach vorne, da ist noch Happy am Looten. Helfen wir ihnen mal kurz. Ein Schaltkasten. Oha, hier ganz viel für Gelb. Yellow. Nothing in here. Na toll, nix drin hier. Ich guck mal. Hier ist auch noch was drin, Jens. Guck mal hier oben nach, vielleicht ist da ja was. Hab's genau gehört. Macht erstmal hier alles kaputt. Nix drin. Oh, hier ist was für Jens, ein Cola-Automat. Das ist ja wirklich eine Cola-Automat, das sind zwei verschiedene Cola-Sorten drin. Energy Drink. Nice. Zweimal essen. Also an Essen mangelt es nicht. Gucken, ich hab noch, ja, gut. Dein Auto steht da vorne. Ich fasse es nicht. Finish it off. So, Abschlag. Auch nicht schlecht. Too so. Tired. Must rest. Wow, meine ist total übermüdet. Und bei mir habe ich schon wieder Standbild. Ich freue mich gerade. Du fährst hier auch gerade im Kreis. Auf der Stelle. Nee, ich stehe. Und Björn läuft vor mir. Ja, auf der Stelle. Und der Zombie steht quasi in meinem Auto. Mhm. Ah, er liegt bestimmt an an deiner Bambusleitung, denn. Komm her hier. Ich hab was Schönes für dich. Na komm. Und zack. Mit Sackfeder. Ja. Jetzt hat das Spiel verlassen. Na, warten wir hier auf ihn. Dann kann er den Wagen. Ja, ja. Hm? Ja, alles gut. Wow, es ist ein Porsche, er heißt aber Road Racer. Ach so. Bestimmt wegen, hier, wie heißen die komischen Dinger? Lizenzen und so. Sogar höchstwahrscheinlich deswegen. Ist dem Spiel beigetreten. Tja, dann würde ich mal sagen, beenden wir erstmal die Folge hier. Und wir sehen uns, wenn wir denn bei der überlebenden Aktivität sind. Würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Tschüss. Oh, bye. Und denkt dran, Leute. Immer schön den Lachs am Tisch schneiden, ne? Und da werde ich auch noch so ganz beschissen hier jetzt gerade auf der Werbetafel gespawnt.